Moin liebe Leute, es geht weiter hier mit unserer Spritztour, hört sich ein bisschen schwul an, aber mit unserer Spritztour. Scheiße. Es geht weiter am Projekt Hausbau. Mit dabei ist mal wieder der Slayer. Unser Thomas. Ey, du stellst dich nicht mal vor. Was bist du denn für ein Heini? Ich fäll hier die Bäume und du lutschst halt bis die Schwänze. Was? Ich lutsch doch keine Schwänze. Was willst du denn? Ja, den ganzen Tieren da. Bist du ekelhaft? Das kann man richtig nennen. Ich weiß, es gibt einen richtigen Begriff dafür. Mal meinen Droppy nochmal hier. Und helf dir beim Bau. Siehst du, wow. Einen Schlag habe ich gebraucht. Ich hoffe, er fällt auf dich. Selber, du. Ey, hier ist ein Grab. Du bist schon so ein Grab. Ey, hier ist ein Grab. Was? Da liegen Fotos. Was? Echt jetzt? Eine Kassette, ja. Hier oben, schau mal. Krass. Oh, ein See. Ist ja das Segelboot, wo wir waren. Ja? Ja. Auch da drauf. Aber schön lange Tag jetzt erstmal, ne? Ey, ist vor der See, Alter. Ja, ach nee. Kann man hier nicht was trinken? Kannst probieren. Das ist, glaube ich, der See, der von dem Camp, wo wir mit Philipp und Flo waren, nee, ganz links war. Meinst du? Kann man nicht? Mhm. Naja. Ich glaube, du musst überall was abkochen. Ich glaube, du musst es richtig abkochen, damit du es trinken kannst. Mhm. Scheiße, wo ist nochmal Camp jetzt? Da hinten. Oder? Nee, fuck. Du, ja, ich hab mich verlaufen. Guck doch einfach, wo ich bin. Und da bist du? Du bist doch da. Du bist doch genau neben mir. Ja, ist ja gut. Ja, aber ich bin eben auch fast den Abhang runtergelaufen, weil unser anderes Camp noch in der anderen Richtung da ist, ne? Ja, eben. Nicht mehr viele. Nur noch 25. Thomas? Ja. Wo bist du? Sitzen. Thomas, was hältst du von Katzenvideos? Was? Was hältst du von Katzenvideos? Von seiner Rotzekatze? Nee, nicht von meiner Katze. Die ist hässlich, aber. Ich meine Katzenvideos. Virale Katzenvideos. Guckst du die Katzenvideos an? Nein. Guckst du die Katzenvideos an? So siehst du, siehst doch schon so aus. Krepier. Du siehst doch schon so aus, du bärtige Lady. Ja. Wie sehe ich denn aus? Bin ich diesmal Flo wieder oder was? Nee, du hast auf jeden Fall einen schwarzen Bart und so einen schwarzen Vollbart und sowas. Oh, ich bin bestimmt der Mexikaner, oder? Nein, du siehst denn genauso aus wie der Mexikaner. Das sieht so scheiße. Das sieht wirklich aus wie so ein Typ, der noch seit Jahren bei Mami lebt und Comics liest und so, ja? Der fette Mexikaner? Ja, das sieht wirklich schlecht aus. Nenn ihn einfach. Hast du einen Namen für den? Flo. Nein, einen mexikanischen Namen. Alberto. Hatte ich auch sofort dran gedacht, ne? Ich hab sofort an Alberto gedacht. Alberto. Nur weil das Kuscheltier meiner Tochter war. Aber an Alberto muss ich immer an den YouTuber denken. Marie. Egal, wir nennen einfach Alberto. Ich glaube Flori ist Alberto. Ja, deswegen, ja, Flori war es ja immer. Flori ist der fette Mexikaner. Viva, viva Mexikaner. Ich bin nur hier und hacke mein Holz zu sammeln und ab und zu wird's kacke, weil, ach, keine Ahnung, ich bin schlecht im Liederschreiben. Ich habe keine Ausdauer mehr. Trink eine Soda. Nee, Mann. Baum fällt. Baumfeld.
Arm, Alter, was für eine Kraft der da reinhaut. Boom. Oh, ich erfriere langsam, glaube ich. Aber ich habe schon lange keine Viecher mehr gesehen, wa? Na, irgendwie hier nicht, ne? Ist gut hier. Baumfeld. Oh. Na. Hab ich dir ja gesagt. Du Analpirat. Nein, so hieß Flo. Nein, Flo ist doch Alberto, Mann. Nicht mehr viele, nur noch 10 oder 12. Ah, Mobby, ich muss jetzt aufhören. Ja. Ey, Thomas, 10 noch. Ich weiß. Ja. Ja, ich komme. Ich muss jetzt runter. 10? Okay, Thomas verlässt uns also. Nein, lass mich mal hier noch stehen. Wir müssen noch speichern. Bau mal fertig, ja. Ja, dann müssen wir noch fertig werden. Ja, mach mal. Okay. Thomas steht unter den Pantoffeln von seiner Freundin. Egal. Ja, Leute, wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt wirklich fertig geworden. Ein paar müssen wir noch. Oh, scheiße, es wird dunkel. Langsam müssen wir fertig werden hier. 7 Stück noch. Ich muss noch mal kurz die Ausdauer wiederherstellen. Aber es sieht doch nice aus. Wir können jetzt... Okay, wir können immer noch extrem angegriffen werden. Aber ich höre keine Zombies oder Eingeborenen hier. So, es reicht. Und los, weiter geht's. Ich muss das Holz noch finden. 7 Stück Holz noch. Ja, was wir nicht alles für Themen hatten gerade in dieser Folge. Katzenvideos, Alberto, fetter Mexikaner. Unglaublich. Ja, es geht, es ist ein unglaubliches Niveau in dieser Sendung hier vorhanden. Wie ihr vielleicht sicher selber gemerkt habt. Aber solange es euch gefällt, mache ich das gerne. Ja, mir gefällt es ja auch. Ich komme mich nicht auf die Themen. Katzenvideos. So, schleppt dann auch hier sein Baumstamm mit links, naja, eigentlich mit rechts. Noch 4 Baumstammteile noch. Scheiße. Ich hoffe, dass wir nicht gefangen werden oder ähnliches. Oder dass wir auf jeden Fall nicht gesehen werden oder dass die scheiß Viecher nicht kommen. Das ist echt verdammt schlecht. Fäll ich nochmal schnell einen Baum hier. Gutes, ich höre nur Tiere, ne? Na komm. Okay, er ist durch. So. Vorletzte Mal, glaube ich. Oder 5 Stück? Noch. Vorvorletzte Mal. Oder? Warte mal. Ah, schon das vorletzte Mal. So. Zack. Zack. Und jetzt haben wir es gleich geschafft. Oh, ist schon wieder fertiger Typ. Aber was der für eine Ausdauer hat? Unnormal. Wolski, jetzt haben wir es. Zack, rein da und speichern. Jawohl. Zack. So. Speichern. Nice. Okay. Alles klar, blaue Köpfe-Armee. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein, wie ich immer so schön sage. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir dann den ganzen anderen Kram hier noch fertig machen. Aber ich denke, es ist ein guter Punkt, um Schluss zu machen. Und bis zum nächsten Mal, liebe Community. Gebt doch ein Like und ein Abo. Das hilft mir außerordentlich viel. Und ich weiß, was ihr
ob ihr das weiter sehen wollt oder nicht. Kommentare sind immer gern gesehen. Also Leute, bis dann und bis zum nächsten Mal. Ciao.